So, willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wir fahren ein bisschen mit dem Nudelbus spazieren. Horatio wird uns sagen, warum wir das tun. Das GPS. Hey, setz dich. Ich hab's mal, Okay, echt jetzt. aber. Ja, okay. GPS. Ich weiß, wo das GPS ist. Oben, oben. Hab dich. Genau. Okay. Oh, schöne Hupe. Okay. Hi, wie geht's denn? Hi, guten Morgen. Guten Morgen. 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 Hey, wie läuft's so? Gut, Gary. Hallo. Hey. Okay. Horatio, was ist denn mit dir los? Als Erster im Bus? Was soll ich sagen? Der frühe Vogel und so. Jedenfalls, die Saftkur hat mein Leben echt verändert. Ich bin leichter, mein Kopf freier. Ich sag's dir nur ungern, aber Saftkuren bringen gar nichts. Gehst du mal von meiner Buschspur runter? Hast du auch Bus. Nicht. Nein, im Ernst. Du brauchst das Fruchtfleisch. Das ist der gesunde Teil. Beim Pressen verlierst du das, dann trinkst du nur noch Zucker. Smoothies, das ist das Zauberwort. Voller Früchte, Gemüse, Superfoods. Superfoods? Ja, wie Goji-Beeren, Maca-Pulver, all das gute Zeug. Du musst noch viel lernen. Ihr wisst, dass die Forschung zu Superfoods bestenfalls dünn ist. Aber sie sind gesund. So viel steht wohl fest. Ja, aber Goji-Beeren sind genauso ein Superfood wie Weintrauben. Das ist ein Marketing-Schlagwort, um die Kunden zu ködern. Nichts für ungut. Oh, peinlich. Okay, eine klassische Hipster-Unterhaltung. Weißt du, Marcus, es gibt Tage, da wünschte ich würde das machen, was du tust. Busfahren. Und da gibt es heute. Danke, Kumpel. Ich ersticke gerade an der ganzen Arroganz hier drin. Und ich dachte, Blumenangestellte wären schlimm. Entschuldigung. So, gut, wir sind in Silicon Valley. Und wir fahren diese arroganten Spinner jetzt zum Noodles Hauptquartier wahrscheinlich. Zum Noodle Campus, genau. Da fahren wir hin. Aber hier steigen wahrscheinlich noch mehr ein von den Leuten. Hey, hallo. Hi. Da passt natürlich jetzt mein T-Shirt auch wunderbar zu, oder? Aber sollen wir uns nicht in diesem Klamottenladen auch treffen, damit ich in welche Busfahrerklamotten kriege? Ich fahre doch immer noch mit meinem Noodles-T-Shirt spazieren. Haben sie wahrscheinlich ja, als passend genug zum ausgewählt. Kotzen. Nächstes Mal hungere ich lieber. Ja, und das Catering war echt zum Kotzen. Ja, das sagtest du schon. Nächstes Mal hungere ich lieber. Ja, das sagtest du. Der neue Sushi-Laden ist so unterirdisch. Ja, und das Catering war echt ja, zum Kotzen. Ja, du sagtest es. Du hungerst lieber. Alles klar. So, da sind wir am Noodles Hauptquartier. Campus, wie auch immer. Raus mit euch, ihr Spinner. Horatio, Mann. Ich hab Schiss, Bro. Oh, aber wieso denn? Niemand sieht aus wie wir. Willkommen in Silicon Valley. Hey, die sehen alle aus wie ihr. Mitten von tausenden Weißen. Wie? Mr. President. Hey, wenn die uns zusammen sehen, denken die, wir hacken was aus. Tun wir doch auch. Okay, Zugangsschlüssel habe ich anscheinend schon erhalten von Horatio. Mann, ich fühle mich so...
begafft. Dann willkommen in meiner Welt. Hier arbeiten sonst nur 3 andere Schwarze. 2 Kerle, 1 Frau. Wir haben eine eigene Mailingliste. Echt krass. Aber hey, du kämpfst für eine gute Sache. Du änderst die Unternehmenspolitik hier im Valley. Du weißt erst, was Unternehmenspolitik heißt, wenn du der einzige Bruder in einem Meeting bist und für alle Schwarzen sprechen musst. Scheiße. Wenn ich jedes Mal, wenn jemand gutes Argument zu mir sagt, einen Cent kriegen würde. Also, wo ist die Cent? So, wie gesagt, ich war hier schon mal, aber, was ich euch gerade noch zeigen muss, es gibt hier diese coole Rutsche. Ja! Hallo. So, das wollte ich ja gerade noch zeigen. Also, wo ist die Serverfarm? Hier nicht, leider. Das Ding befindet sich unter dem Noodle Maps Gebäude. Um da reinzukommen, brauchst du eine ganz andere Freigabestufe. Die Manager-Etage kann sich für dich darum kümmern. Wiederhol einfach den Bus-Hack bei einem von denen. Dann kannst du loslegen. Gehen wir in die Küche. Okay. Hey, willst du einen Kaffee? Nein, alles gut. Bitte, nimm dir ruhig einen Orangeapfel. Die schmecken göttlich. So liebenswürdig. Vielen Dank auch. Okay, klar doch. Colin? Brody? Großer Tag heute. Ich bin aufgeregt. Und du? Weißt du, du könntest uns einfach sagen, was du getrieben hast. Was du dir ansiehst, mit wem du geredet hast. Kleiner Scheiße. Was war das? Ich will nur einen Kaffee. Ja. Ja, okay. Bei der Personalabteilung bist du hoffentlich gesprächiger. Genieß den Kaffee. Vorsicht! Bist du neu hier? Ja. Henna. Dem würde ich gerne eine reinwürgen. Der Typ geht mir auf den Sack. Hey, Becky. Die Herren? Der sitzt mir im Nacken seit meinem ersten Tag hier. Und jetzt sagt er, ich soll bei der Personalabteilung gesprächiger sein? Glaubst du, er hat was in der Hand? Verdammt. Hast du eine Ahnung, wie lange ich ins Kittchen wandern würde? Wenn ich in die Serverfarm komme, kann ich den ganzen Scheiß löschen, okay? Ich pass auf dich auf. Du gehst nicht in den Knast. Ich melde mich. Okay? Okay. Okay. So, okay, wir schauen uns mal ein bisschen um hier im Noodles Campus. Okay, Horatio, wie ist der Plan? Wie komme ich zur Noodle Server Farm? Am besten nimmst du den Aufzug im Wartungsbereich im ersten Stock von Noodle Maps. Aber Vorsicht, ist ein Hochsicherheitsbereich. Nicht mal ich komm rein. Kein Problem. Oh, hier gibt's noch eine Rutsche. Ich will auf diese Rutsche. Ich will auf diese Rutsche. Yeehaw! Totally worth it. Okay, Leute, ohne Scheiß. Der Hackerspace braucht eine Rutsche. Bisschen schwierig, eine Rutsche auf einem Stockwerk. Arbeiten wir dran. Vertikale Expansion. Okay, vertikale Expansion. Hier ist eine Scout X in der Nähe. Nudelglühbirne. Oh, da ist noch eine Rutsche. Scheiße, Mann. Scheiß auf die Glühbirne, ich will rutschen. Da ist eine Glühbirne. Geht die? Können wir die nehmen? Ich weiß, Feigling. Nee. Die zählt nicht. Okay, also ich muss rutschen, ich will da hoch. Ich gehe jetzt rutschen. Ich muss nach draußen, da kann ich rutschen. Rutschen. Hier ist noch eine Glühbirne. Aber es muss, glaube ich, eine bestimmte Glühbirne sein. Aber egal, erstmal gehen wir rutschen. Schön. Hier sind noch ein paar Glühbirnen. Ah, die geht. Oder nicht? Hat's funktioniert? Nein. Ja, sie muss besser zu sehen sein.
Okay. Jetzt aber. Nein, ich... Nein! Ich will doch mein Handy. So. Ich will doch gucken, was meine Freunde so sagen. An die Arbeit, vergiss das mit dem Selfie. Du musst aus deinen Augen lächeln. T-Bone ist jetzt auch dabei, guck an. So, gut, also, weiter geht's. Da müssen wir rein. Ja, da komme ich nicht rein. Da habe ich keinen Zugangsschlüssel für. Okay. Einen Schlüssel gibt es hier zum Bleistift. Dann gehen wir hier nochmal gucken. Okay, was bist du hier für einer? Hier ist Feindesgebiet. Guck an. Komme ich ja auch nicht rein. Na, ihr seid ja lustig. So, ich müsste das Ding hier hacken. Okay, das ist noch ein bisschen komplizierter, wie ich dachte. Danke für Ihre Teilnahme. Cool. Okay. Na, gucken, ob wir das hinkriegen. Das hat doch schon mal funktioniert. Jetzt müssen wir hier nur wieder raus. Und wieder hoch. Hey du! Hi. Oh, ernsthaft? Wir haben den Zielbescheid. Warten auf Bestätigung. Das gibt's doch nicht. Was soll das denn werden? Unternimmt denn keiner was? Nein? Halt deinen Hacker auf Prügel aus! So, ich bin schon wieder weg. Okay, ich bin jetzt cool. Miss Laura Kim. Wie komme ich in Noodle Maps? Wenn du ihre Rutschen. ID hast, müsstest du einfach reingehen können. Rutschen! Junge, oh, was ist denn hier jetzt los, ey? Jetzt habe ich den ganzen Campus gegen mich. Das gibt's doch jetzt nicht. Mein Gott, dass die gleich auf mich ballern. Das ist wirklich übertrieben, ey. Ach, Mann. Oh Mann, ey, das ist doch jetzt scheiße. Hab ihn erwischt. Ja, alles klar. Das ist doch echt unfassbar. Naja, gut. Also das sollte man nach Möglichkeit vermeiden, den Campus hier irgendwie zu alarmieren.
Okay, Horatio, wie ist der Plan? Wie komme ich zur Nudel-Server-Farm? Am besten nimmst du den Aufzug im Wartungsbereich im ersten Stock von Noodle Maps. Aber Vorsicht, ist ein Hochsicherheitsbereich. Nicht mal ich komme rein. Kein Problem. Das wollte ich nicht. Das hat mich zu Tode erschreckt. Ja, Entschuldigung. Wo musste ich in? Na, ich musste erst hier unten rein. Na gut, nächster Versuch. Aber wie soll ich denn da oben reinkommen? Das weiß ich noch nicht so ganz. Hier komme ich immer noch nicht rein. Ach man. Aber mit dem Auto komme ich doch da auch nicht durch. Die schießen da doch auch sofort drauf. Versteht ihr? Eine Nudel, reiten. Ah, geht. Warum schwitzt du so? Hä? Schreck. Okay, wunderbar. Okay, ich bin jetzt Miss Laura Kim. Wie komme ich in Noodle Maps? Wenn du ihre ID hast, müsstest du einfach reingehen können. Unser Nudelcampus ist sowohl privat wie auch öffentlich. Nein, war das. Hallo? Okay. Okay, also jetzt müssen wir da hinten rein. Das ist echt geil. Ich mag okay, Rutschen. Leute, ohne Scheiß. Der Hackerspace braucht eine Rutsche. Bisschen schwierig, eine Rutsche auf einem Stockwerk. Arbeiten wir dran. Vertikale Expansion. So, hier können wir problemlos reinmarschieren. Die Security von Noodle Maps ist krass drauf. Also Vorsicht. Das habe ich schon gemerkt. Hey, du redest ja schließlich mit Laura Kim. Laura Kim hat's drauf, Mann. Okay, hier oben ist gar nichts. Was sind das für sinnlose Treppen jetzt, mal ernsthaft? Ach, hier geht's raus, okay. Verstehe. Aber hier ist doch kein Sperrgebiet. Ich müsste hier doch einfach durchmarschieren können. Was geht hier ab? Ja. Nein, nein. Ach, ich bitte euch. Das ist vollkommen übertrieben. Ehrlich. Das ist vollkommen sinnlos. Ich gehe da hoch und schon schießen sie auf mich. Was ist das für ein Campus hier? Ehrlich. Das gibt's doch gar nicht, Mann. Das gibt's doch gar nicht, wirklich. Das ist vollkommen unrealistisch. Mein Gott, anstatt einfach zu sagen, hey, sie haben hier nichts zu suchen, bitte gehen sie wieder oder sowas. Nein, sie zücken gleich die Knarre und erschießen einen, mitten auf dem Campus. Was ist denn hier los mit euch? So ein Blödsinn. So, das Bild hat er auch nicht gespeichert. Oder? Ne, glaube nicht. Ach Mann, ey, wirklich. Hallo. Ich kann nicht auslösen. Okay, ich kann nicht auslösen. Na gut. Also, dann müssen wir nochmal hier rein wahrscheinlich. Oder? Ne, diesmal scheint das gespeichert zu haben. Also, die Bühne da ist ein Sperrgebiet, sagst du. Gut zu wissen. Ja, was gucke ich mir jetzt hier seinen Penis an?
Das ist auch ein Sicherheitsgebiet. Halt, was war das? Dann will ich hier mal hin. Ich weiß nicht, was es entsperrt, aber entsperren ist immer gut. Okay. Jetzt haben wir da hinten die Tür entsperrt. Wunderbar. So, dann jumpern wir hier mal hoch. So, hier ist jetzt kein Sperrgebiet mehr. Aber hier komme ich nicht rein. Da muss ich erst wieder hacken. Zeit. Kein Druck. Reiß dich zusammen, Rachel. Ich bin fast beim Aufzugsschacht. Unsere Kunden, unsere Nutzer sind für uns nicht nur Datensätze, sondern wichtige Ressourcen. Verbraucherbeteiligung ist nicht nur ein Markt, sondern steht für das, was wir sind. Wir alle, Entwickler, Designer und Nutzer, dienen... So, das können wir auch noch aufmachen. Abgeschlossen. Ja, er sieht mich. Start. C33, Anweisungen folgen. Warnung, alle Einheiten on. Okay. Wir haben getan, was wir tun konnten. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da hochkommen wahrscheinlich. Hab ich was verpasst? Aber jetzt sind natürlich alle Wachen alarmiert hier. Da komme ich doch niemals hoch. Da komme ich doch niemals hoch. Kann ich den Fahrstuhl nehmen? Rachel, fahren die zum Serverraum? Ja, aber nicht für dich. Gesichtserkennung, und zwar gute. Geh stattdessen in den Wartungsbereich. Weißt schon, wie geplant. Okay, okay. Wartungsbereich, sagst du. Oh Mann, ey, da komme ich doch niemals an. Niemals komme ich da heile hoch. Ehrlich, wie soll ich da durchkommen? Wie soll ich das machen? Da, das.
Ach Leute, es sind viel zu viele Wachen hier. Wie soll ich denn da durchkommen, Mann? Das geht doch überhaupt nicht. Wie soll ich denn da durchkommen? Das ist der einzige Weg nach oben. Wie soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Da komme ich doch niemals dran vorbei. Ach Mann, ey. Wenn ich das wüsste. Einsatzteam haben Meldungen zu einem Kriminellen am angegebenen Standort. So, mal gucken. Ich rufe mal die Cops hier an. Gucken, ob die irgendwas machen können hier, dass ich da irgendwie durchkomme. Entschuldigung, ich... Weitergehen. Bitte? Es ist uns untersagt, mit Angestellten Kontakt zu haben. Gehen Sie weiter. Ich wollte nur fragen, wo die Toilette ist. Aber okay. Das wissen Sie nicht? Sind Sie autorisiert, hier zu sein? Hey, Ihnen ist der Kontakt untersagt. Weitergehen. So, dann will ich mal gucken, wann die Cops hier auflaufen. Und hier so ein bisschen Unruhe stiften. Ah, da kommen sie, glaube ich, schon. Bleiben Sie, wo Sie sind! Das schon wieder los. Schön, ruhig zu machen, zu kommen und ein paar Fragen zu beantworten. Ich erledige nur meinen Job. Das bringt mich aber auch nicht wirklich weiter. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ich glaub's nicht. Naja, eine Wache weniger. Immerhin. Ich komm doch da nicht durch, ey. Ich komm doch da nicht durch. Wie soll ich das denn machen? Scheiße, Mann. Gehen Sie bitte weiter. Der Bereich ist Sperrgebiet. Hey, Moment, das geht... Was denn? Nein! Ach nein, nein! Ich wollte doch nur den Jumper zurückrufen. Ach, bitte, Mann. Was war das? Hey, du, herkommen! Hey, halt zurück! Da, das... Ah, Mann, ey. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Na, super. So, hier muss ich irgendwie rein. Ich glaube nicht, dass ich das mit dem Jumper machen kann, was auch immer ich hier tun soll. Hey Bro, bin jetzt beim Aufzug. Horatio? Er ist weg. Warte, wir versuchen ihn zu finden. Okay. Habe ich jetzt irgendwas gemacht mit dem Aufzug? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, jetzt ist er ganz unten. Da sollte er jetzt eigentlich nicht hin.
Ja. Na, scheiße. Ach, Mann. Es läuft alles so ein bisschen gegen mich hier. Ja, jetzt ist der Aufzug ganz unten. Ach Mann, verdammte Hacke. Oh, wie kriege ich denn jetzt die Leute hier weg? Scheiße nochmal. Mann, das ist eine Kacke, ey. Das ist doch nicht, ne? Hier Landstelle. Na. Ach, Mann, okay. Ich mache an dieser Stelle erstmal Schluss und im nächsten Teil versuchen wir mal hier irgendwie durchzukommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.